Das Eulennest in Ludwigshafen. Anlaufstelle für alleinerziehende Mütter und Väter, die sich in Not- oder Krisensituationen befinden. Melanie Butz und ihr Team unterstützen, geben Halt und entwickeln eine Zukunft. Das Angebot selbst ist bei uns die Eltern-Kind-Bindung, steht im absoluten Vordergrund. Also erstmal ankommen, Ruhe schaffen, Sicherheit schaffen, Vertrauensverhältnis und die Eltern mit ihrem Kind beisammen zu halten und zueinander zu bringen und zu schauen, was kann ich als Elternteil tun, damit es meinem Kind gut geht. Die jungen Eltern wohnen in eigenen Wohnungen. Das Unterstützungsangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Klienten. Eine Erfolgsgeschichte ist sie hier, die 27-jährige Marie-Louise. Mit Zwillingen kommt sie als junge Mutter zur Einrichtung. Seit November wohnt sie jetzt alleine. Der Kontakt zum Nest besteht noch immer. Ich würde es allen Müttern raten, die wirklich auch alleinerziehend sind oder auch Familien, weil man merkt halt auch einfach, dass sie auch einem wirklich helfen können. Man erlebt von denen, wie die als Mütter sind oder als Vätern. Man kann bei anderen Müttern und Vätern was abgucken auch oder Ratschläge holen. Der Alltag sieht hier so aus. Es gibt einen Wochenplan, den die Alleinerziehenden selbst zusammenbauen. Wichtig ist eine Tagesstruktur und die Möglichkeit, in einen Verein zu kommen. Jeden Morgen wird gemeinsam begonnen. Da kommt die Bezugsbetreuerin, kommt jeden Morgen dazu. Dann wird besprochen, was den Tag über so ansteht, welche Termine sind, was erledigt werden muss, welche Freizeitangebote man machen kann. Wer noch eine Reise vor sich hat, ist Michelle. Sie kommt ursprünglich aus Freiburg und ist jetzt schon 3 Monate im Eulennest. Bereits 3 Tage nach der Geburt ihrer Tochter kommt sie zur Einrichtung. Sie selbst ist hörgeschädigt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe einiges hier schon gelernt und einiges erlebt in den 3 Monaten, was ich nicht richtig erwartet habe, weil ich brauche mal ein bisschen längere Zeit. Ist halt schon ein Unterschied, ob du vom weitesten Weg woanders einziehst und du gar niemanden kennst oder ob du in der Nähe wohnst und du kennst schon sehr viele. Und ich baue hier gerade mit meiner Tochter sehr viel auf. Und so soll es auch sein. Die jungen Eltern sind Melanie Butz und ihrem Team sehr dankbar. Ich denke, das Besondere am Eulennest ist, dass wir alle Mitarbeiter selbst Familie haben, dass wir genau wissen, wie das Leben mit Kindern sein kann. Also wir nehmen die Leute oder die Familien mit ihren Geschichten sehr ernst, die sie mitbringen. Alles ist sehr individuell. Und genauso individuell ist auch unsere Hilfe. Und im besten Fall haben die Alleinerziehenden dann sogar wieder Kontakt mit dem anderen Elternteil.